Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Wir dürfen jetzt Roland retten gehen. In unserem schicken neuen Gefährt, nachdem wir letzte Folge einige Nebenquests abgegeben haben. Ich habe mir schnell kurz den Wegpunkt bei mir entfernt, der hat mich genervt. Die Mystica wäre hässlich, weiß nicht warum. Soll ja auch nicht schick sein. Soll uns nur da reinbringen, ne? Ups, ich wollte nicht aussteigen. Dann beeil dich mit dem Einsteigen. Kann ich nicht. Aha. Ich reise jetzt einfach trotzdem. Muss wahrscheinlich warten, bis wir drüben sind. Ja, ja. Laden. Jetzt. Geschäft. Jetzt sitzt keiner an der Waffe. Doch, ich bin unterwegs. Hätte auch einfach C drücken können. Das wäre zu leicht. Dann hupen wir nochmal. Müt, müt. Zu sein. Lasst ihn rein. Ich versuche zwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen. Ich steig dann schon mal aus, weil die EP möchte ich dann doch ganz gerne selber kassieren. Ich hab einen Plan. Man hat das Wieso immer ihn? Warum reden die nicht von uns? Also, Kills, sie. Also in der Mehrzahl. Ja. Da wird immer nur einer angesprochen. Ein bisschen naja, vielleicht wollen die auch nur einen von uns töten. Dann mit Sicherheit Erik. Ja, wie sonst, ne? Fertigste. Macht, sagt man nichts. Immer erst die Schwachen. Ja. Wirklich. Wirklich. Passt auf. Batman! Und? Seine fröhlichen Zwerge. Übrigens, zu Batman kommen wir noch. Ja, Tobi, es ist kein Witz. Ja, ich weiß, ich hab's doch gesehen gehabt. Stimmt. Wo ist er denn? Wir haben eigentlich noch nichts, ja. Eigentlich. Und hier ist das Tor wieder unten. Ah ne, da steht er doch. Alter Vater. Warum rennt er mir hinterher? Ich schiffe den Truppkleid kann. Mhm. Hoch mit dir. Ah, kriegst du diese weg. Komm her, Iridium, komm her, das da und du kannst auch herkommen. So. Hast du den Schlüssel mitgenommen? Ja. Den Schlüssel einführen. Oh. Und. Ja, übrigens für alle Single-Männer, die auf Erik stehen, die E-Mail-Adresse wird nachher hier unten eingeblendet. Tut mir leid, ich bin schon fest vergeben. Ja, das ist ein Grund, kein Hindernis. Es ging ja um Männer, Erik, nicht um Frauen. Das ist was anderes. Ich mache hier dann einen auf Kai Pflaume. Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, dann... Sieh zu, dass Roland nichts passiert. Aber wenn Roland was zustößt, dann... Wie man auf seiner Facebook-Page in Sanctuary sehen kann, sind die beiden übrigens ein Pärchen. Wer hätte das erwartet? Weiß ich nicht. Ah, nee, ich geh da nicht rein. Wieso nicht? Das ist doch nur Badass Psycho. Genau deswegen. Er hat sowieso schon Erik gerufen. Ja, ich dachte mir, wenn ihr euch nicht traut, dann trau ich mich halt. Ja, gehst mit der tollen Idee schon fast drauf. Oh ja. Hab ja euch noch, ne? Ratatata. Wieder Windeln, okay. Du kommst wieder auf die Beine. Ich
Nimm mal mein Geschütz wieder mit. Ja, hier gibt's übrigens nachher auch noch eine Nuke, das heißt, wir müssen zweimal in diesem Scheißladen sein. Naja. Aber es ist ein sehr witziger. Oh, Video. Komm mal kurz hier. Na gut. Hier ist ein verlorenes Echo. Da hören wir das gleich ab, oder? Die hörst du automatisch dann ab. Es gibt übrigens auch Echos zu der Vergangenheit der einzelnen Charaktere hier. Ganz interessant eigentlich. Leider sind die ziemlich gut versteckt. Ich hab die Ballerei unterbrochen, um dir zu helfen! Meine Fresse. Da, Schütz raus. Alter, wen hat hier so laut auf einmal? Das ist eine coole Frage. Oh. Oder wurde euch gerade nur noch einmal extrem laut hier drin? Ja, das ist ja einfach zu laut. Ah ja, dicker. Müssen wir bei den Badass Nomaden jetzt nicht. Manche von denen haben Löcher im Schild, wo du dich schießen kannst. Ich schieß einfach an der Seite vorbei. Ja, kannst du ja, wenn der so lange, der auf mich zielt. Oder auf die Wasser. Geht auch. Jetzt ist wieder leise. Ja, es ist seltsam. Genau, wo das jetzt gerade herkam. Hyperion will Roland unbedingt haben. Selbst wenn sie ihn den Blattschatz nicht abkaufen. Sie werden ihn sich holen. Beeil dich. Wow. Selbst wenn ich da. Schreck mich nicht so ein Schild. Halt euch unterwegs! Ich hab Iridium gesehen! Das war nur meine Granate. Nein. Schon Iridium. Das war so nur Scherz. Fresse, ich komme hier noch. Ich kann ein Schild damit bitte mal aufhören, das nervt. Was ist die Gegner? Das ist der Hammer! Weil wir haben alle drei den gleichen Schild, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Ich sehe jemanden tot. Oder auch nicht. Da ist man einmal hilfsbereit, ne? Da fällt er gleich wieder um. Schieß weiter! Hey. Ja. Medikits hier! Ja, nein. Fuck. Medikits brauche ich nicht. Wollen nicht. Meine Gesundheit regeneriert sich von selbst. Deine Regeneration gesundet sich selbst? Genau. Wo? Hä? Bin hier. Er war hinter dir. Keine Sorge, das wird wieder. Er hat auch irgendjemand erschossen. Ja, ich. Brauchst du mal wieder EP? Natürlich. Für getötete Gegner kriegen wir dir. Sonst werden wir ihn wiederbeleben. Ja, du killst mir auch andauernd alles vor der Nase weg, Erik, wenn ich mal im Kampf um dein Leben bin. Ich jammert nicht rum. Ich hab mir wiederbelebt. Irgendwie sieht das Zeug nicht gesund aus. Nee, da solltet ihr auf jeden Fall nicht reinspringen, weil sonst seid ihr tot. Diese mörderischen Blattschatz an. Findest du nicht, dass
Hier ist übrigens Vorsicht geboten. Weil oben in den, auf der mittleren Plattform spawnt gleich einen Zwischengegner, der ziemlich hart ist und der kann uns von oben befeuern, während wir hier unten noch nichts machen können. Kommt erstmal ein Badass. Da kommen hier ein paar mehr von. Lass mal ausgehen. Ich habe ja gesagt, hier wird's ein bisschen ekliger. Wow, wirklich? Jetzt schuldest du mir was! Nee. Aufpassen. Einfach durchrennen ist auch bei Borderlands irgendwie nicht. Nee. Geh schon mal rechts hoch. Oh. Hat eigentlich irgendeiner von euch schon eine Elektrowaffe? Ja, ich. Wirklich? Ja. Was ist denn schon wieder explodiert? Warte, Selbstmordzeichen. Wahrscheinlich. 5 HP habe ich noch. Danke. Will jemand noch eine Elektro-SMG? Gerade noch nicht. Gerade habe ich alles, was ich brauche. Geht nur um nachher einen Gegner, der werden wir so brauchen können. Ich habe ja 2 Elektro. Level eine Stufe. Halt doch mal still, Junge. Geht doch. Level ab. Wow. Das war nichts. Chris hat Spaß. Ja, Chris. Da ist übrigens Mad Mike. Monsterleck. Wow. Warum kann ich dich mehr zielen? Ja, ich hatte gerade auch eine, für 2 Sekunden Standbild. Nee, ich konnte einfach nur nicht zielen. Alter! Ich hänge hier aber auch irgendwo drin. Ah, jetzt, ja. So, er liegt. Könnt mal einen Lebensretter gebrauchen. Ja. Unterweg. Ich könnte den Begriff Teamwork erfunden haben. Ja. Sorry. Da konnte ich gerade nichts mehr machen. Immer ich. Aber siehst du, wieder. Du stehst 10 Meter von mir entfernt und anstatt mir zu helfen, nö, erstmal auf den Busch. Ja. Merk mir sowas. Ich bin zu dir gekommen. Ich wurde nur weggesprengt. Ja, ja, aber du standest schon 6 oder 7 Sekunden lang neben mir. Ja. Ja. Ich konnte leider bei dich ins Hemd hier. Ich hätte ja bei Zukunft, wie du den Boss gekillt hast, lieber. Ich merk mir sowas. Irgendwann mal, ne? Ja, ja, merk dir doch. Aber dann tu's auch wenigstens. Ich merke mir alles, kannst von ausgehen. Ich bin wie ein Elefant. Ja, ja. Jammern kannst du auf jeden Fall. Groß, grau und schwer? Hä? Ja. Ah, ich verteile mal kurz meinen Skill, ne? Und wir haben Quest erledigt. Ja. Könnte man mal abnehmen, den Badass-Token gleich einlösen. Ja, das war ja die Quest von vorhin. So, mein Geschütz mal verbessert. Badass-Token. Ah, habe ich schon wieder 2. Schusswaffenschaden. Ja, hatte ich auch gerade. Chris? Mhm. Da bin ich bald durchkommen. Ich schmeiß dir mal was hin. Schmeiß mal. Huch! Wo auch hin? Mhm. Raketenwerfer? Ja. Zwei davon. Ich hab da mal Iridium abgehoben. Oh. Yeah. Hier rechts ist übrigens wieder so ein Versteck mit Stromsicherung. Oh. Alter, geh mal mit euren Schilden hier weg.
kämpfen, darum ihr, war nur Erik. Ja. Alter. Das war wieder so laut. Ach schon, scheiße. Ein bisschen seltsam mit der Lautstärke. Ohrenkrebs hier. Ohrenkrebs? Ja, Ohrenkrebs. Also egal was sie sagt, ich höre gerade nichts. Verstehen kann ich nicht. Kann ich nicht verstehen, das Spiel ist so laut. Was hast du gesagt? Das Spiel ist so laut. Ich kann nicht verstehen. Was? Verstehe nix. Verstehen kann ich das nicht, aber das Spiel an sich hat eine ziemlich hohe Grundlautstärke gerade. Was? Komm zurück, Käsekuchen? Was? Irgendeiner von den Psychos hat gerade gerufen, komm zurück, Käsekuchen. Also zumindest habe ich das verstanden. Ich habe gerade irgendwo Fleischklops hier verstanden, also macht die Sache nicht besser. Hast du dich gleich angesprochen gefühlt oder was? Komm mal kurz hier mit rüber. Zack. Ah, oh, da ist nochmal Elektro. Oh, sieht doch ganz gut aus. Guck mal her. Ja, eine Elektro habe ich noch, wenn er braucht. Wie gesagt. Lass mal eben kurz gucken, wegen der Tür hier. Mhm. Wo das Kabel lang führt. Da ich sehe schon hoch. Hier oben. Geht hier hinten lang. Da rüber. Da durch den Durchgang. Hier rum und hier hoch. Und hoch. Warum Sigmund Freud? Was? Erik seiner hat gerade gesagt, zum Teufel mit dir, Sigmund Freud. Echt? Ja. Hätte ich das nicht hören sollen? Keine Ahnung. Was die Charaktere sagen, ist für die Lieder unterschiedlich. Was hast du gegen Sigmund Freud, Erik? Ich? Bei mir hat Erik seine zum Beispiel geschrien, jaha, zwei Waffen. Das kommt schon eher mein Charakter nach. Du, was den Charakteren nahe kommt, ist eine Sache. Ja, was die sagen, eine ganz andere. So. Mhm. Dann schauen wir mal hier rein. Unterwegs. Ah. Die Granatenmund darf ich dann gleich direkt mal demonstrieren. Ich schmeiß euch da gleich mal eine Granatenmund hin, vielleicht kann ich einer gebrauchen. Korrosionsschaden. Das gefällt mir. Ja, mir geht's nämlich um. Warte, ich schmeiß die mal. Die hier mal. Da. Liegt hinter euch. Macht zwar mehr Schaden, aber ansonsten. Ah, ich hab. Ja, aber es geht mir um den. Nehmt das! Wacht dabei. Oh! Granate direkt an die. Um den Clusterbomb-Effekt. Genau. Wenn du zwei mehr hast, das macht nichts, aber deine Granatenmod macht, ich glaube, 100 Schaden weniger als meine pro. Ich habe nur eine mehr. Du hast gerade gesagt, du hast 8. Ja, das war doch gerade 7, oder? Ich habe eine Granatenmod, ja, die ich da hingelegt habe. Ich habe eine mit 6. Achso. Aber die macht fast 100 Schaden mehr als die anderen beiden Niederlagen. Boah. Ich werde definitiv mal den Schild nachher wechseln, das geht mir richtig auf den Sack hier. Ja. Jetzt nur bis du einen findest, der besser ist. Das ist nämlich die Sache. Ich hab schon einen, der ist besser. Ich könnte den Begriff nicht mal zum Wechseln gekommen. Nervig ist er, weiß ich selber, aber er ist halt ziemlich gut. Da oben liegt so wieder. Laut. Keine Ahnung. Da oben liegt auf jeden Fall noch eine Kiste. Ja. Wie zur Hölle? Ich hab mir gerade dreimal in den Kopf geschossen. Genau durch. Okay, Freundchen. Geschützt wird ins Spiel gebracht.
Warte. Level. Ich hätte gekonnt, aber ich wollte. Nur weil du mal stirbst? Weil du mich jedes Mal verrecken lässt. Naja, jetzt ist wieder. Ja, natürlich, wer sonst? Du? Ruhe! Hä? Guck mal, wenn du nicht bist, hier drin ist. Nochmal eine Granatenmod. Eine Elektrogranatenmod. Und noch eine Elektrogranatenmod. Da mitgehen, wenn Chris eine Granate schmeißt. Das Problem war, in dem Moment, wo du die Granate schmeißt, bin ich schon runtergesprungen. Oh, das war unpraktisch, aber ich war glücklicherweise weit genug weg. Ich finde halt diese Bomblets-Dinger total genial. Die gibt's dann halt noch auch noch mit Elementarschaden, dann gehen die richtig ab. Hier ist ein Echo, das hab ich noch mitgenommen. Mhm. Oh, Alter, du Bastard! Man sieht, Markus macht mit allen hier Geschäfte. Natürlich, warum auch nicht, ne? Klassenmod? Achso, die ist Jo, hier. Durch die Tür müssen wir jetzt aber in der nächsten Folge durch, würde ich sagen. Ja, ich hab gerade nur mal mein Schild gewechselt, das heißt, meiner knallt jetzt nicht mehr die ganze Zeit rum. Und da hinten ist eine Tür. Da kommst du mal nicht dran. Ah, gut, dann würde ich sagen, abschieden wir uns. Ganz bis genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüss.